da. Ist das doch nicht zu fassen? Der arme Hund in der Sonne vor der Kaufhalle. Ja, oder wir sind einkaufen. Hat mir ihn einfach einer vergessen. Nee, die sind einkaufen. Na, du, Schieder, wie heißt du denn? Hedwig. Na, wo ist denn dein Herrchen? Oder hast du ein Frauchen? Darf noch was sein? Haben Sie vielleicht noch ein paar Thüringer? Ja, Moment, da muss ich erst mal schauen. Hm. Haben wir noch nicht genug? Oh ja, ein paar Thüringer wären gar nicht schlecht. Weißt du noch, bei der letzten Fete, als mich 12 Stück davon verdrückte? Ja, wie viele Leute kommen eigentlich mit? Mit uns drei sind wir zu 8. Na, reichen denn überhaupt die Zelte? Ja, ja, wir haben 4 Stück. Aber wenn wir nicht bald loskommen, dann wird das sowieso nichts mit dem Zeltwochenende. Jetzt macht doch nicht so eine Hetze. Ja. Hört jemand denn von Ihnen, der Hund da draußen? Ja, mir. Das kann doch keiner an, dass der bissig ist. Nur wenn du ihm die Hand hinhältst und dann wieder wegziehst. Na, hast du denn die Zähne nicht gesehen? Oh. Es tut mir leid. Bis jetzt hat Balu noch niemanden angefallen. Angefallen? Ach, so schlimm war es nicht. Zugeschnappt. Unberechenbar. Dann muss ich mich wirklich entschuldigen. Also, es tut mir leid. Mensch, na, wie sieht's aus? Mensch, Nils erwartet bestimmt schon lange vor der Kaserne. Ja, dann lass es mal gleich losgehen. Okay. Komm, Balu. Hansen? Hier, Bootsmann. Matrose Dobrich? Hier, Bootsmann. Matrose Götz? Hier, Herr Bootsmann. So, das war's, Männer. Matrose Humbert? Hier, Herr Bootsmann. Heute kein Urlaubschein. Melden Sie sich nach der Musterung bei mir. Haben Sie mich verstanden? Ja. Jawohl, Herr Bootsmann, heißt das. Jawohl, Herr Bootsmann. Ich hätte gerne den Nils Humpert gesprochen. Ja, der macht bei Ihnen gerade die Grundausbildung. Naja, das heißt eigentlich Verweigerter, aber... Ja, genau der. Ja? Hm, verstehe. Sie wissen selbst, dass die Geschichte mit der unerlaubten Abwesenheit Ihnen die letzten Wochenenden vermasselt hat. Wären Sie pünktlich zur Grundausbildung erschienen, Matrose Humbert, wäre Ihnen die Disziplinarmaßnahme erspart geblieben. Ja, sicher. Jawohl, Herr Bootsmann. Jawohl, Herr Bootsmann. Aber mir wurde gesagt, dass ich an diesem Wochenende mit Urlaub rechnen könnte. Das können Sie auch, obwohl Sie offiziell erst das nächste Wochenende raus dürfen. Der Chef würdigt Ihre Mitarbeit. Aber erst morgen früh. Bis morgen früh 8 Uhr sind Sie noch zur Wache eingeteilt. Soweit alles klar? Jawohl, Herr Hauptbootsmann. Mist. Und jetzt? Also ich würde sagen, ihr fahrt schon mal vor und ich komme morgen mit Nils nach. Okay, dann bleibe ich auch mit hier. Nee, du kennst dich mit dem Iglu-Zelt aus. Du musst mit. Hm. Ey, was ist denn los? Nils kann noch nicht raus. Ich komme morgen mit ihm nach. Der findet das alleine eh nicht. Okay, komm, dann steig ein. Dann bringen wir dich nach Hause. Nee, das ist ein Riesenumweg. Ich fahre mit dem Bus. Das ist kein Problem. Okay, tschüss. Alles klar, bevor es dunkel wird. Wir sehen uns, ne? Ja. Entschuldigung, können Sie mir vielleicht sagen, wann der nächste Bus nach Warnemünde fährt? Also Viertel nach 3. Oh, kann ich da mal kurz hin? Ja, aber nur ganz kurz. Hey, Nils. Hi. Steht dir richtig gut, die Kutte. Willst du mich verarschen? Mann, echt dumm gelaufen mit dem Wochenendurlaub, was? Ja, ist schade. Aber ich hole dich morgen ab und dann machen wir uns 2 schöne freie Tage. Ja, 4 Wochen hintereinander in der Kaserne. Ich bin echt reif für die Insel. Wo gehen wir denn zelten? Am Föhrensee. Wo haben wir den denn? Lass dich mal überraschen. Gerne. Gibst du mir mal die Mütze? Alter. Hey, Matrose. Wissen Sie, Herr Büsing, ich bleibe doch bei meiner Alten. Aber die sieht doch gut aus. Ja, die hat mir der Uhrmacher angedreht für viel Geld. Wissen Sie, ich habe da einen völlig neuen Durchblick. Beweisen Sie es doch mal. Wenn wir den Platz hier ein bisschen herrichten, dann können die Kurkonzerte genauso gut auch mal hier stattfinden. Das wäre ja sein
Seit Jahrzehnten das erste Mal, Herr Büsing. Einmal ist immer das erste Mal, Schremuski. Einmal ist kein Mal, Herr Büsing. Was soll man machen, wenn da vorne gearbeitet wird? Ja, das stimmt allerdings. Aber also die Bühne kommt hier hin, die Stühle da drüben und hier. Alles klar, Herr Büsing. Wenn Sie mich fragen, ich finde es hier viel besser. Ich fürchte, was besser ist, spielt keine Rolle. Ja, weil wir gerade bei Entscheidungen sind. Der Flohmarkt, an welche Stelle? Wo Sie wollen, Schermutzki. Ich habe im Moment wirklich andere Sorgen. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Alle Welt scheint schon ganz genau zu wissen, was in Zukunft aus der Kurverwaltung wird. Nur wir, die Betroffenen, haben keine Ahnung. Oder wissen Sie vielleicht etwas? In der Flohmarkt? Den entscheide ich ganz allein. Na ja, sage ich ja. Ich weiß von gar nichts. Warum kriegen wir keine Nachricht vom Oberbürgermeister? Sie meinen Helmut und das Gutachten? Ja, genau. Da bestellt er extra aus Hamburg eine Truppe, die feststellen soll, ob wir gut, effizient arbeiten. Und vor allen Dingen, welche Stelle überflüssig ist. Und wer erfährt das Ergebnis zuletzt? Wir. Übrigens, was diese Stelleneinsparungen anlangt, das kann uns alle betreffen. Was denn? Uns auch? Hallihallo. Hallo, Tanja. Na, immer noch kein Feierabend? Ach, Tanja, wenn du deinen Vater jetzt freundlich unterhakst, dann hat er Feierabend. Ja, dann machen wir das doch einfach. Tschüss. Tschüss, Schermutzki. Schönes Wochenende. So, Feierabend. Schönes Wochenende. Ich bleibe doch bei meiner Alten. Sag mal, Tanja, wolltest du am Wochenende nicht zelten fahren? Doch, will ich auch. Deswegen bin ich auch hier. Ich habe nämlich eine Bitte. Könntest du vielleicht Nils und mich morgen früh zum Föhrensee fahren? Na ja, klar. Obwohl... Was denn? Na, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn sich unsere Beziehung nicht nur auf die Fahrdienste beschränken würde. Ach, Papa, das ist doch schon viel besser geworden. Wir frühstücken doch jetzt regelmäßig zusammen. Deine Eltern kommen mit zelten? Nee, die fahren nur in die gleiche Richtung. Meine Mutter hat einen wichtigen Empfang im Überseehafen. Ja. Oh, ich habe schon gar nicht mehr dran geglaubt. Und alles dabei? Schlafsack, Zelt, Campingkocher? Das haben doch die anderen gestern schon mitgenommen. Welche anderen? Wille und Jörg und Felix und so. Hey, ich dachte, wir verbringen das Wochenende alleine, nur du und ich. Wir können doch auch was alleine machen. Sei mir nicht böse, aber ohne mich. Hey, was ist denn jetzt los? Was los ist? Ich bin hier seit Wochen in dieser Kaserne gefangen mit irgendwelchen Dauerfurzern auf dem Zimmer. Da habe ich nicht nur Lust, am Wochenende da mit Leuten rumzuhängen. Hey. Wir müssen los. Hey, die freuen sich alle total auf dich. Außerdem haben wir 12 Thüringer gekauft, nur für dich. Das ist natürlich was völlig anderes. Ist es. Also? Sag mal, reicht das jetzt? Nee, machen wir noch ein bisschen. Noch ein bisschen?
bisschen. Ja, ein bisschen. Ich bin ja weg. Nils und Tanja, die müssen noch längst hier sein. Gleich 12. Am besten, wir gehen ihr vielleicht entgegen. Die können ja nicht wissen, dass wir hier sind. Wir hatten uns eigentlich bei Schnattermanns verabredet. Ja, du, aber wenn die sehen, dass da schon Leute campen. Ja, was dann? Mensch, wenn sie ihnen schon sagen, dass wir hier sind. Ja, lass mal, ich guck mal. Bis später. Ja, du, aber in einer halben Stunde gibt's Essen, ne? Mach keinen Stress, meine Minestrone braucht mindestens noch so lang. Minestrone? Hey, jetzt hier, nimm mal das Messer und schäl die Kartoffeln. Okay, tschüssi, danke. Tschüss, Papa, danke. Tschüss, Tanja, viel Spaß. Tschüss. Danke. Ja, und jetzt wohl an? Tja, ich kann mich an den Parkplatz hier überhaupt nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, es geht da lang. Oder warte mal, warte mal. Nee, ist schon richtig geil. Dazu hätte ich jetzt auch Lust. Komm, wir müssen los. Wir sind sowieso schon zu spät. Gabi, müssen wir wirklich auf diesen dämlichen Empfang? Ach nee. Lass uns doch einfach aussteigen und wandern gehen. Das haben wir ewig nicht gemacht. Weißt du, wenn es um deine Empfänge geht, da kennst du kein Pardon. Aber jetzt geht es mal um mich, mein Lieber. Ja, ich weiß. Komm, fahr schon. Müssen wir da wirklich hin? Es kommt ja schließlich auch dir zugute, wenn ich im Überseehafen eine Stelle kriege. Ich soll da diesen Dr. Bartuschak kennenlernen. Das ist der Inhaber. An so einem herrlichen Sonnabend. Ja. Da wird eine neue Verladeeinrichtung eingeweiht. Komm. Wie bist du eigentlich zu der Einladung gekommen? Schermutzki hat sie mir besorgt. Bitte? Was, das weißt du nicht? Ach. Und wenn du tatsächlich diese Stelle im Überseehafen kriegst? Das hoffe ich, ja. Nein. Dann darf ich Schermutzki ewig dankbar sein. Noch ist es nicht so weit. Komm, fahr jetzt, Hans. Au! Oh. Siehst du? Der Anlass hat's. Du musst unbedingt in die Werkstatt gehen. Ja, ja, der An. Siehst du? Weißt du, langsam. Ah, ja, mit Gefühl. Ich würde sagen, da lang. Da kannst du nicht mehr lang. Da ist das Naturschutzgebiet. Zum Föhrensee musst du da ganz außen rum. Zum Schwalbenweg hinein. Da weißt du doch. Zum Entschuldigen Sie. Seit wann ist da Naturschutzgebiet? Spinnst du? Entschuldigung! Wir gehen einfach mal da lang. Danke. So war das ja gar nicht gemeint. Oh, sag mal, da wartet jetzt die ganze Mischpoke auf uns, ja? Was ist eine Mischpoke? Na, das, was ich jetzt am wenigsten brauche. Und was brauchst du? Oh, was ich brauche, wäre ein schnuckliges Wochenende an einem lauschigen Plätzchen, nur du und ich. Echt? Ja, voll echt. Ich hab dir nichts versprochen. Na, manchmal muss man sich nichts versprechen. Du bist meine beste Freundin. Ich hab dich gern. Ich dich auch, aber... Aber, immer dieses Aber. Wenn's da ein Wochenende mal gäbe ohne Aber. Hm. Was war denn das? Gibt's davon noch mehr? Mehr. Oh. Hey. Na, habt ihr euch eingerichtet? Jo, alles klar. Tut mir leid, war nur mal er hier, Ist ja kein Problem. Okay, musst du was trinken vielleicht? Nee, danke. Ich wollte eigentlich nur fragen, wir warten auf zwei Leute. Sind die hier aufgetaucht? Keine Ahnung. Nicht, dass ich wüsste. Komisch. Aber wenn die hier vorbeikommen, die sollen hier ein Stück runtergehen, einen Kilometer ungefähr, und dann links halten. Den kann man nicht verfehlen. Ja, alles kein klar. Problem, das machen wir. Ich doch auch einen Schluck? Nee, danke. Okay. Ciao. 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 Mist, das war doch der falsche Weg. Hier ist er zu Ende. Ach Quatsch, wir sind hier goldrichtig. Wie meinst du das? Naja, gefällt's dir hier nicht? Doch, aber die anderen. Ach, die anderen. Komm mal her. Ich hab da einen neuen Typen kennengelernt, der arbeitet in der Kantine beim Bund.
Guck mal, was der mir zurecht gemacht hat. Hey. Yeah. Wow. Willst du ein Stück? Mhm. Damit lässt sich's doch leben. Ja. Danke. Ist echt total schön hier. Ja, ein Anglertreff. Oder ein Agentenstützpunkt. Ein Agentenstützpunkt? Ja, echt? Die kommen nachts über den See rüber, von da drüben, und handeln hier mit Uran und Plutonium und Waffen. Was? Ja. Hier. Weißt du, was das ist? Nee. Von der UNO längst verboten, habe ich gerade beim Bund gelernt. Das ist ein selbststabilisierendes, panzerbrechendes Hohlmantelgeschoss. Durchschlägt locker 1 Meter Panzerstahl. Echt? Und wie kommt das hierher? Weiß nicht. Illegale Manöver, Waffenhandel. Illegale Manöver? Ja, du hast mir geglaubt. Nee, ich hab dich verarscht. Ist ein ganz ordinäres Geschoss für eine Schrotflinte. Für die Entenjagd oder Schnepfen. Schnepfen, so wie du es bist. Die haben das Blaue vom Himmel runter versprechen und das dann nicht halten. Diese Versprechung hat es zwar nie gegeben, aber bis jetzt geht auch eine Menge davon in Erfüllung, oder? Hallo, hier sind wir! Wo seid ihr? Hier, wo bist du denn? Dankeschön, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bitte nehmen Sie jetzt einen winzigen Moment Platz. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie der Einladung zur Einweihung unserer neuen Produktionsstätte so zahlreich gefolgt sind. Unsere Firma, spezialisiert auf die Verarbeitung von Altmetallen, hat sich inzwischen zur umsatzstärksten Gruppe entwickelt. Recycling wird zwar allerorten großgeschrieben, aber wir praktizieren es bereits weltweit. Denn hier aus dem Rostocker Hafen gehen unsere Materialien in alle Welt und werden von dort in den Produktionsprozess zurückgeführt. Und nun wünsche ich Ihnen allen gute Unterhaltung. Darf ich bitten? Ja? So, und lächeln. Ja. Ja. Sehr schön. Dankeschön. Wie geht's? Ja, ganz gut, danke. In letzter Zeit mal was von Wille gehört? Die ist selten mit Tanja am Föhrensee, die Glückliche. Falls ihr sie mal sehen solltet, grüßt sie von mir. Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Falls ihr sie seht. Moment. Tanjas Portemonnaie, wie kommst du denn daran? Als wir losgefahren sind, da hat sie das auf der Treppe liegen gelassen. Und da wird der Oberbürgermeister. Der Oberbürgermeister. Herr Oberbürgermeister. Vielleicht ist das Ihr zukünftiger Arbeitsplatz, Frau Büsing. Da geht dir die Einkommensteuer wieder zu uns, nach Rostock. Da haben Sie recht. Mein Steueraufkommen wird den Haushalt der Hansestadt Rostock sicherlich entlasten. Aber bis jetzt weiß ich überhaupt noch nicht, ob es klappt. Nun, in Herrn Schamutzki haben Sie doch einen hervorragenden Fürsprecher. Ja. Hm? Oder wie sehen Sie das, Herr Büsing? Selbstverständlich, Herr Oberbürgermeister. Passen Sie gut auf Ihre Frau auf. Wir erwarten noch einiges von ihr. Fragt sich, was er von mir erwartet. Vielleicht schließt er ja morgen die Kurverwaltung. Warum hast du ihn nicht einfach angesprochen? Hier? Was hätte ich denn sagen sollen? Herr Oberbürgermeister, wie steht's mit meiner Sache? Weißt du was? Ich frage ihn. Bei der nächsten Gelegenheit. Hier. Vergiss es. Was macht man jetzt hiermit? Ich weiß. Ich bring's Tanja schnell. Nein, so weit kommt das noch. Darf ich bitten? Ja, aber... Es gibt genügend Leute, die ihr damit Geld aushelfen können. Weißt du überhaupt, was braucht? Aber sie hat alles da drin. Geld, Ausweis... Jetzt wird getan. Kaffee machen. Ja, super Idee. Was ist denn mit dir los? Ja, ich habe keinen Hunger. Warum lässt du die Wurst auch so lange auf dem Grill liegen? Ey, wer Lust hat, wir können ja noch ein bisschen mit dem Schlauchboot fahren. Ja, aber erst mal Mittagsschläfchen. Ja.
Siesta, ist eine gute Idee. Ey, ich glaube, das war die letzte. Wir haben nichts mehr zu trinken. Ja, wie? Das gibt's doch nicht. Nee. Ach, Scheiße. Verdammt nochmal! Scheiße. Oh, shit. Zeig mal her. Oh, da müssen wir irgendwas drauf machen, dass sich das nicht entzündet. Ja. Ich hab Pflaster dabei. Mm. Ach, komm, lass mal. Was von selbst kommt, geht auch von selbst wieder. Scheiße, ich hab mein Portemonnaie vergessen. Da war auch das Pflaster drin. Wir müssen irgendwas zum Kühlen oder so. Leg das mal rauf, das Storchenschnabel. Ja, ja, pack drauf, 10 Minuten. Was ist das? Storchenschnabel ist echt gut gegen Verbrennung. Hilft nur nicht bei dieser Spezies. Sag mal, welches Zelt nehmen wir? Ich würde sagen, das ergibt sich heute Abend, oder? Ja, ich frage ja nur, weil ich mein Krempel endlich loswerden will. Und Zeug kannst du auch bei mir reinpacken. Das rot-blaue Iglo-Zelt, das ist auch Platz. Nils? Ja? Hör mal, bevor das jetzt ein stressiges Wochenende gibt. Gibt es nicht. Dann ist ja gut. Was hast du denn? Das weißt du ganz genau. Ich habe jetzt Durst. Und wenn ich Durst habe, dann habe ich Durst. Was hast du denn so? Na, bevor wir völlig vertrocknen, sorge ich ein bisschen für Nachschub. Was habt ihr mit dem Boot vor? Müssen wir die Kisten nicht so weit schleppen. Wollen wir nicht erst mal Jörg fragen? Jörg. Jörg! Mein geliebtester Liebster, wenn du jetzt antwortest, dann bringe ich dich um. Hast du die Antwort schon längst gegeben? Was wollen wir denn jetzt stören? Hat Besseres zu tun. Hast recht, dann komm ich auch mit. Willst du auch mit? Spinnt ihr! Ja, von mir aus. Kennst du dich überhaupt aus? Das sieht du auch? Das ist nicht mein Boot, das habe ich von der Strandwache geliehen. Du musst dich jetzt entscheiden, das Boot oder ich. Ja, aber... Nix aber. Mensch, der Tank ist fast leer, die kommen nicht weit. Dann paddeln sie eben. Wie bitte, ne? Boot oder Liebe? So viel ich weiß, gibt es von diesem Cocktail keinen Nachschub. Ne? Ist doch ein flotter Tänzer, unser Held. Ne? Unser Oberbürgermeister. Dazu wohl. Mein Mann macht sich ein bisschen Sorgen um die Zukunft der Kurverwaltung. Diese Sorge teilen wir alle. Ja, wenn ich mal neugierig sein darf, gibt es da schon irgendwelche Perspektiven? Jede Menge, Frau Büsing. Nur ich fürchte, also ich meine, wir sollten uns durch dieses ernüchternde Thema nicht den schönen Tag eintrüben lassen. Aber immerhin, Sie sehen Eintrübungen. Im Moment sehe ich eine charmante Dame, die hervorragend tanzt. Schamutzki, können Sie das bitte wiederholen? Ich kann es nicht glauben. Herr Büsing, ich fürchte, das wird Ihnen morgen der Oberbürgermeister schon selber sagen. Sie sollen also mein Nachfolger werden. Was heißt denn hier Nachfolger? Sobald ich der neue Geschäftsführer unserer Kurmittel GmbH sein werde, werde ich mich selbstverständlich für Sie einsetzen. Ja, ja. Hallo. Hallo. Ach, Frau Büsing, ich fürchte, ich habe eben Ihrem Gatten eine unangenehme Nachricht überbracht. Schamuski, hören Sie auf, ich rede morgen selbst mit dem OB. Was ist denn los? Hans. Es scheint, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. Was? Ich hab's ja geahnt. Sag mal, wie stellen die sich das denn vor?
Im Moment gibt's nur Gerüchte. Hat ja auch keinen Sinn, sich drüber aufzuregen. Komm. Was hast du vor? Was du mit dem OB kannst, können wir schon lange. Das ist unser Tanz. Los. Komm, lass mich mal versuchen. Ach, geht da von deinen Eltern auch immer aus, ja? Hast du was? Jetzt hör auf mit dem Quatsch. Das ist auch kein Wunder, es ist kein Benzin drin. Oh, Leute. Oh Mann, und wir haben keine Paddel dabei. Okay. Ja, und jetzt? Viel kann uns ja nicht passieren, ne? Der Winter treibt uns hier irgendwo ein Schiff. Bis dahin ist Relax angesagt. Ah, relaxen. Das ist eine gute Idee. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Relaxen, eine schöne Frau im Arm, genießen, dass unter uns das Ungeheuer von Loch Ness sein Unwesen treibt und über uns schon die ersten Geier kreisen. Egal, egal. Nee, ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaub's nicht. Katharina? Bist du es oder bist du es nicht? Ich bin's, Nils. Haare gefärbt? Ja, du aber auch. Mhm. Hey, das ist Kathi, meine alte Freundin Kathi. Wo haben wir uns kennengelernt? Oslo oder Kopenhagen? Oslo und dann Kopenhagen. Oslo und dann Kopenhagen. Ja, ja, ja. Verflossen und immer noch hier. Schön, dich zu sehen. Ja, Jahre ist es her. Nils, es war im letzten Jahr. Na, noch ein Grund mehr, um zu feiern. Letztes Jahr. Ich hoffe, ihr habt uns Alkohol übrig gelassen. Na, wollen wir auch hingehen? Nee, Techno ist nicht so mein Ding. Mir reicht's. Außerdem wird Tanja froh sein, wenn ihre Geldbörse wieder aufgetaucht ist. Die macht sich bestimmt Gedanken. Mensch, das wäre so toll, wenn ich diese Stelle kriegen würde. Am Montag soll ich mich da schon vorstellen. Natürlich bekommst du die Stelle. Das war doch eigentlich schon klar. So, dass ich als Schiffbauingenieurin mal Schiffe abwracke, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber Mensch, da könnte ich zu Hause bleiben und müsste nicht immer nach Wismar fahren. Und ich kann Schermutzki dankbar sein. Lach doch mal wieder. Aha. Meinst du, wir finden Tanja überhaupt? Natürlich, Schnattermann. Da habe ich als Schüler schon gezeltet. Du doch auch, oder? Du wirst lachen, ich habe da überhaupt nicht gezeltet bei Schnattermann. Wer weiß, mit wem du da gezeltet hast. Das wird nicht verraten. Die hat später einen Berliner geheiratet. Oh, Pech gehabt. Aber wenn wir Tanja gefunden haben, dann... Was dann? Dann gehen wir bei Schnattermann Broiler essen. Oder noch besser, wir gehen erst einen Broiler essen. Ich habe Hunger, ich habe einen riesen Hunger. Was ist denn in dich gefahren auf einmal? Ja, bist du vorhin ein paar Häppchen satt geworden? Nee, aber ich bin ein bisschen beschwipst vom Sekt. Na, also los.
Sag mal, müssen wir da wirklich hin? Natürlich. Nachher ist Tanja das total peinlich. Und sie hat sich schon längst Geld geliehen. Wir machen das ganz dezent. Außerdem, auch wenn sie das Geld nicht braucht, hier die könnten schon wichtig sein. Die Pille? Ich wusste gar nicht, dass Tanja die Pille nimmt. Komm, steck das wieder ein, sonst sieht das so aus, als würden wir ja die Pille hinterher tragen. Hey. Hey, hört doch mal auf. Der Klimper geht mir auf den Wecker. Lass sie doch. Finde ich auch gut. Ja, ich organisiere noch mal was. Hey, Mann. Ja, wer hält den Kopf hin, wenn am Boot was dran ist? Mensch, ich möchte wissen, wo die bleiben. Tja, langsam könnten sie wirklich wieder da sein. Stimmt, auch wenn ihnen der Sprit schon dreimal ausgegangen ist. Ja, außerdem, ich meine, langsam bräuchten wir mal wieder was zu trinken. Ja, ich habe auch schon ganz trockenen Mund. Platz. Und was machen wir mit dem Boot? Ja, das holen wir nachher hier ab. Wir müssen erstmal zu Jörg und Sprit holen. Und die Getränkekisten alleine schleppen. So, oh, Appetit. Dankeschön. Danke. Verrückt. Es hat sich nichts verändert hier. Ein bisschen wehmütig wird man da schon. Mhm. Stimmt. Aber die jungen Leute zieht's immer noch her. Auch wenn sie anders aussehen als vorher. Guten Appetit. Mahlzeit. Wo kommt denn die Musik her? Ob das Tanja mit ihren Leuten ist? Mhm. Die hören andere Musik. Dass du da Unterschiede hörst. Für mich klingt das alles gleich. Mm. Moment, hier wird selber abgeräumt, bitte. Hm. Hey. Guck mal, Tanja. Was soll es denn sein? Hallo? Tag. Könnten wir bei Ihnen was zu trinken bekommen? Natürlich. Dann hätten wir gern einen Kasten halbe-halbe und eine Kiste würden wir gerne hier lassen. Was heißt eine halbe-halbe? Hat Mineralwasser, halb Bier. Pilz, wenn Sie haben. Aber klar haben wir Pilz. Dann 6 Flaschen Bier und 6 Flaschen Mineralwasser. Ja, warte mal. 6 Flaschen, ich glaube, die erschlagen uns. Wollen wir nicht wenigstens 8 Flaschen Bier nehmen? Also ich trinke eh Mineralwasser und Bianca auch, glaube ich. Ja, trotzdem. Also was denn? Ja, wir nehmen 8 Flaschen Bier und 4 Flaschen Mineralwasser. Alles klar. Hallo Papa, was machst du denn hier? Oh, vielen Dank. Deswegen hättest du doch nicht extra kommen brauchen. Weißt du, Schnattermann ist bei uns mit so vielen Erinnerungen verbunden. Wir mussten einfach einen Broiler essen. Hey Mama! Sag mal, die Musik, ist sie von euch? Nee, das ist irgendeine Techno-Party. Bisschen laut, ja. Hallihallo. Hallo. Hallo. Und, wie sieht's aus? Kriegst du den Job? Sieht ganz gut aus, aber mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Wie ich sie kenne, fängt sie übermorgen da an. Übermorgen muss ich mich erst mal vorstellen und dann... Wenn ich zum Arbeitsamt gehe. Ach, Hans, Papa, weißt du was? Wir gehen gleich noch zu Wibowska. Ja? Okay. Wibowska, was ist denn da? Haben wir uns kennengelernt. Wo wir gerade bei Erinnerungen sind. Ne? Tschüss. 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 So, bitte sehr. Vielen Dank. Wie viel macht das? Warte mal, ich mach das. 30 Mark. Wie viel? 30 Mark? Da soll ich alles wieder reinstellen. Nee, lassen Sie mal hier.
Nehmen Sie, nehmen Sie. Hoffentlich gibt's heute Nacht nicht wieder Krawall. Ihr Radau-Brüder. Krawall? Na, Radau macht ihr ja schon genug. Das sind wir nicht, wir sind weiter oben. Hört euch diese Gammler an, wenn die erstmal richtig in Fahrt sind. Ach, ich sag Ihnen was, Gammler tanzen nicht. Egal, jedes Wochenende Chaos. Unser Eins traut sich ja schon gar nicht mehr zum See. Und hier zu Schnattermann kommt bald auch keiner mehr. Dieses arbeitsscheue Gesindel. Kommen Sie doch mal zu dem arbeitsscheuen Gesindel. Da ist eine starke Fete, da steppt der Bär. Komm, Felix. Hey, lass mal, ist nicht zu deinen zarten Damenpfötchen. Lass los, Nils, hau ab. Nee, lass mal, komm. Lass los, geh zurück zu deiner Tussi. Heute hört auf. Hey, hat der auch was zu melden? Hör auf, verdammt. Nils, komm mal bitte mit. Ja, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Warum hast du mich bei der Fete alleine gelassen? Warum hast du mit dem Mädel getanzt? Ja, du bist ganz großartig. Kommen die Antworten genauso automatisch? Hey, warum bist du so verdammt bierernst? Ich möchte Spaß haben, möchte mal wieder auf die Kacke hauen. Ich habe da wochenlang hinter Gittern gesessen. Und bei den Techno-Brüdern kann ich mal wieder richtig die Sau rauslassen. Ja, das hat man ja gemerkt. Hey, du bist ja richtig ein bisschen eifersüchtig. Was willst du dir eigentlich ein? Mach doch deinen sauren Gurkenscheiß alleine. Ach ja? Ja, ich lass mich nicht von dieses Wochenende versauen. Tja, das hat man ja gemerkt. Ich geh jetzt rüber zu den Techno-Brüdern und schwing Tanzbeine. Wenn du Lust hast, kommst du mit. Tu, was du nicht lassen kannst. Ja, mach ich auch. Und sag hier unserem Pfadfinder noch, er soll sich keinen Bruch heben. Verpiss dich! Na komm. Warte mal, Felix, ich helf dir. Was denn jetzt? Was habt ihr denn? Tja, was ist denn? Vielleicht ist es einfacher zu sagen, was wir nicht haben, ne? Und zwar? Keinen Bock. Ach, das ist ja toll. Ja, im Keep-Off spielt wenigstens die Knautschzone. Komm. Auch ich habe mir das Wochenende etwas anders vorgestellt. Ach, ja, dann haut doch ab, ciao. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Wieso? Ja, dass ich euch alle angesprochen habe. Ach, komm schon, das Wochenende fängt gerade erst an, hä? Ja, los. Wir hoffen, es ist gleich vorbei. Sag ich mal schlimm? Und sonst? Ach, ja. Sonst geht's gut, ja? Das ist total dumm gelaufen. Aber was fällt euch ein, einfach das Boot zu nehmen, hä? Ja, ist ja recht. Ja, ich hab ja recht. Wunderbar. So, da kann ich mir auch was verkaufen. Hey! Ihr habt doch alle ein Rad ab. Wo ist das Schlauchboot? Bei Schnattermann, da war kein Sprit mehr drin. Ja, klaro, wenn man mich nicht fragt. Wille, komm. Ja, was? Wir holen das Boot. Das machen wir schon. Ja, so weit kommt das noch. Ja, cool down, wir holen das Boot. Wir machen einen kleinen Moment Pause, dann gehen wir wieder los. Anja, wir sprechen uns noch. Wir sprechen uns noch, Arschloch. Ja gut, es ist ja nicht gelaufen. Das weiß ich selber. Ja. Warte! Haben wir mit einem Auto? Nee, zu Fuß. Zu Fuß. Tanja? Schlimm ist das auch alles gar nicht. Wir wissen doch hier, wer das Rad abhat, oder? Du doch nicht. Hey. Lass mich mal einen Moment allein, okay? Ist das? Das gibt's ja gar nicht. Nils und die Tussi mit dem Schlauchboot. Hi,
seid ihr? Waren die paar Tropfen Regen und schon verpissen Hallo. Sich einige. Ja. Oh, ey, wo ist denn Tanja? Na, hast du Sprit aufgetrieben? Klar, hab ich Sprit aufgetrieben. Katja und ich, wir kriegen immer Sprit. Hier, damit der Abend fett wird. Jörg und Bille sind jetzt zu Fuß los, um das Boot zu holen. Oh, ja, dumm gelaufen. Ich gebe immer zurück, was ich mir ausleihe. Stimmt's, Kathi? Mhm. Wir haben ein paar Liter vom Aggregat genommen. Bitte? Ja, keine Panik. Ist das gleiche Gemisch. Wo ist denn eigentlich Tanja? Hey, Vorsicht. Hey. Hey, komm, lass Hey, Tanja, da bist du ja. Nimm das und verschwinde. Hey, was ist denn jetzt los? Hi, ich bin Kathi. Nils und ich kennen schon länger. Er ist vielleicht ein bisschen betrunken. Ja, das Leben ist kurz und mein Wochenende noch kürzer. Aber mit zu uns, da läuft eine super Fete ab. Wir sind gut drauf. Also? Ja, was also? Du sollst abhauen, verdammt nochmal! Anscheinend sind wir nicht erwünscht. Langsam. Ganz langsam, ja? Komm, Kathi. Warte mal, warte mal. Tanja. Hey, keiner will dir irgendwelchen Stress machen. Und ich am allerwenigsten. Komm, ist mein Wochenende. Lass mich los. Ist mein Lass Wochenende. Sie hey, lass mich los, Mann! Hey, jetzt hört auf mit der Scheiße! Was soll denn das? Hört auf! Nils, bitte! Hört auf! Nils, komm, hört bitte! Auf, verdammt nochmal, es reicht! Dann scheiß hier mit! Fass mir nie wieder an, du Ratte, du! Ja, hier. Wichser! Und? Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Wochenende? Kinderladen. Scheiße. Ach komm, jetzt ist gut. Ja, nimm sie doch in Schutz. Ist auch nicht dein Boot. Aber deins. Ach. Hey, Baywatcher. Findest sie wahrscheinlich auch noch gut. Nils und diese Tussi. Tanja sollte echt aufpassen, mit wem sie sich einlässt. Wir wollten uns ein schönes Wochenende machen, oder? Geht gleich los. Verboten ist zu zelten. Nein. Naturschutzgebiet, Zelten verboten. Autofahren auch. Und Motorbootfahren hast recht. Und Feuer im Naturschutzgebiet, ihr habt vielleicht einen Nerv. Ist das nicht ein bisschen viel zusammen? Packt eure Sachen. Zelte abbauen, Feuer löschen und dann ab hier. Alles klar. Was gibt's überhaupt? Scheiße. Jetzt? Tja, Zelte abbauen, Feuer löschen und dann weg hier. Ach komm, das kann ja wohl noch ein bisschen brennen, oder? Ach ja? Naja, ich meine, so ein Feuer, was man gerade eben angezündet hat, das löscht man noch nicht gleich wieder. Weißt du? At the end of the day, gonna make it anyway.